Herzlich willkommen in der Nordeifel. Wir sind in der Nähe von Mechernich und machen eine Rundtour mit 13 bis 14 Kilometer Länge und 200 Höhenmeter. Ja, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Die Tour ist eine Kombination aus verschiedenen Eifelschleifen. Ich habe die Vorlage dazu bei Komoot entdeckt und fand das ganz interessant. Und ja, zuerst führt uns die Tour zu den Katzensteinen. Das ist auch ganz in der Nähe. Danach zur Burg Satzwey und anschließend durch die Schafener Heide und dann wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und hier sind wir schon bei den Katzensteinen. Das sind so Felsformationen, Buntsandstein, die man jetzt quer durch die Eifel immer wieder antrifft. Bis nach Nideggen zieht sich das hin. Und die sind jetzt nicht überall, aber halt in diesem Gebiet findet man die. Dieses Teil hier ist eigentlich ideal, um ein Päuschen zu machen. Also ich muss sagen, gefällt mir gut. Aber es ist zu voll. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Der Römerkanal-Wanderweg, also der Abschnitt, den wir da jetzt laufen, der führt leider parallel zur Autobahn und auch recht dicht. Also da hat man die ganze Zeit diesen Sound von der Autobahn um die Ohren. Aber jetzt haben wir einen anderen Weg eingeschlagen, der uns von der Autobahn wegführt und noch ein kleines Stück und dann sind wir bei der Burg Satzwey.
sind jetzt an der Burg Satzwey und hier sind überall Flutschäden. Also ich hatte da eben bei Google geguckt, weil ich schauen wollte, wie das mit den Veranstaltungen der Burg Satzwey ist. Und dann stand dann da auch, dass die massiv betroffen sind hier von der Flutkatastrophe. Aber die ganzen umliegenden Häuser, die hier sind, die standen alle unter Wasser. Also, das hätte ich nicht gedacht. Mal schauen, wie es hier ist bei der Burg Satzwey. Es sind wohl in erster Linie die Außenanlagen betroffen. Also dieser Turnierplatz ist wohl weggeschwemmt worden, Brücken beschädigt. Und inwieweit man jetzt hier rein kann, also hier ist, im Moment sehe ich, dass alles zu ist. Mal schauen, ich mache mal ein paar Bilder. Ja, die Burg Satzwey ist eine mittelalterliche Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert. Und ist in Privatbesitz, aber hier finden Veranstaltungen statt. So bekannt sind zum Beispiel die Ritterspiele zweimal im Jahr oder Seminare, gastronomische Veranstaltungen. Was jetzt natürlich zum Großteil alles ausfällt. Ja, dann müssen wir jetzt mal weiterziehen. Ich hätte das nicht erwartet, dass hier bei der Burg Satzwey ebenfalls Hochwasser war. Das wusste ich nicht. Offensichtlich ist dieser kleine Bach da auch massiv über die Ufer getreten und hat diese ganzen Schäden verursacht, dass die ganzen tiefer gelegenen Gebäude ebenfalls betroffen sind. Hätte ich nicht erwartet. Normalerweise denkt man, dass das überwiegend dort passiert, wo die größeren, breiteren Flüsse sind. Aber nein, selbst ein kleiner Bach richtet so viel Unheil an. Wir verlassen jetzt Satzwey, hier war der Sportplatz am Ortsrand. Und jetzt kommen wir zur Schavener Heide. Und jetzt muss ich mal schauen. Hier sind so viele Hinweis- und Verbotsschilder. Die werde ich mir jetzt erstmal alle angucken können müssen. So, die letzte halbe Stunde habe ich damit verbracht, hier dieses Mikro zu suchen. Das hatte ich nämlich verloren. Das ist mir ein gutes Stück weiter aufgefallen. Bin ich zurückgelaufen und
Zum Glück gehen wir hier auf so einem Weg. Und wo ich es dann auch verloren hatte, man muss dann halt so weit zurücklaufen, bis man es gefunden hat. Aber ich bin da jetzt echt froh drüber, denn ehrlich gesagt wusste ich überhaupt nicht, wo ich es verloren habe. Und ja, Glück gehabt. So, hier die Schafener Heide, die unterscheidet sich etwas von der Warner Heide. Hier ist es etwas waldiger, zwar auch sandiger Boden, aber jetzt nicht so diese Dünenlandschaft, die man so in der Warner Heide doch hin und wieder hat. Aber trotzdem auch schön. Vegetation ist schön, die ganze Landschaft ist schön. Unser Ausflug neigt sich dem Ende zu. Da hinten über die Landstraße rüber noch, da ist dann der Parkplatz. Und da hinten war gerade eine Sperrung des Weges, vielleicht wegen der Brücke hier. Aber die sieht noch intakt aus. Also da werden wir wohl drüber kommen. Ja, es war insgesamt eine ganz schöne Wanderung. Aber schade, dass ich hatte eigentlich die Burg Satzwey etwas eingeplant, um mich da etwas länger aufhalten zu können. Aber das ging ja leider nicht. Und das ist dann hier dieser. Ja, im Moment ist er klein. Dieser Bach, der dann hier in Satzwey auch für große Schäden gesorgt hat. Ja, gut. Konnte ich nicht wissen mit der Burg Satzwey. Aber egal, wir hatten einen schönen Ausflug. Und das ist die Hauptsache. Ja, und wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein, würde mich das freuen. Bis dahin. Tschüss.